Hallo, ihr lieben Seelen hier auf meinem Kanal und die Christina Maria hier. Und schön, dass du da bist. Ich mache es heute mal auf diese Weise, indem ich einfach das Bild von meinem Balkon einblende. Und ich möchte euch heute teilhaben lassen an meiner Liebeserklärung an das Geld. An das Geld. An diese Energie, die doch nichts anderes ist wie alles andere auch, was hier sich in die Form gegossen hat, aus Liebe. Liebe, Geld ist nichts anderes als eine Istheit, die uns dient. Und ich möchte einfach einen Beitrag vorlesen, der aus mir rausgeflossen ist, wo tatsächlich in einem Anflug an Dankbarkeit mal aufgeräumt wird, mit all dem, was wir dieser Energie Geld also angehangen haben, was wir alles draufgelegt haben. Denn du musst eines wissen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, solange wir gegen irgendetwas, und wenn es nur ganz subtil ist, Ablehnung haben, einfach aufgrund dessen, wie wir aufgewachsen sind, der alten Konditionierung und dann auch die subtile Ablehnung, wenn Geld, wenn Menschen sehr, sehr viel Geld haben, dass wir dann sofort irgendwie ins Werten gehen, all das dürfen wir ablegen, wenn wir uns wünschen, dass es zu uns kommt. Und so lasse ich dich jetzt teilhaben und wenn du magst, lausch einfach. Meine Ode, meine Liebesbekundung ans Geld, an die Geldenergie, lieben wir doch einfach das Geld. Anstatt es zu vertreiben und von uns fernzuhalten durch oft so subtile innere Ablehnung. Die Integration der Liebe zum Geld ist nur ein weiteres Puzzle auf dem Weg der Ganzwerdung. Denn in Verbindung mit einem tiefen Wunsch der Ausdehnung des Dienens in meinem Herzen spielte sich das Geldthema heute wieder mal in den Vordergrund. Es möchte doch, wie alles andere, so höre ich es leise flüstern, einfach in unser Willkommen aufgenommen werden. In unser Willkommen heißendes, liebendes Herz. Und es möchte doch einfach nur in unserer Liebe baden, in unserer liebenden Annahme, dass es uns hier dient, dass es uns gegeben ist, damit wir uns hier verwirklichen und ermöglichen, was wir uns wünschen. Denn dann strömt es gern zu uns, das, was du liebst, das liebt auch dich und das kommt auch zu dir. Wenn wir, wie gesagt, diese vielleicht bisher noch, auch wenn du schon so lange wie ich bin, seit 25 Jahren aktiv, dabei dieses Füllebewusstsein, also mich in dieses Füllebewusstsein, dass wir ja sind als göttliches und endliches Lichtwesen, sind wir ja Teil dieses einen göttlichen Bewusstseins und wir sind ganz, wir sind vollständig, wir sind vollkommen. So, und alles, was hier in der Dualität sozusagen, wie jetzt auch das Geld zur Verfügung steht, ja, es steht, es ist einfach da, wie gesagt, als eine ganz neutrale Istheit. Also für mich ist Geld Liebe. Als ich heute Morgen auch die Geldenergie in meine Aufmerksamkeit nahm und es fragte, und du musst wissen, für mich sind alle Dinge wesenhaft, womit ich dem Geld heute eine Freude machen kann, empfing ich den Impuls, diesen Post zu schreiben oder das eben hier für euch aufzusprechen. Alles, alles ist in Form geflossene Liebe, auch das Geld. Oh, was habe ich für eine Geschichte mit Geld oder besser auch der scheinbaren Abwesenheit davon. Jahrzehnte bin ich dran, unermüdlich in Verbindung mit meiner eigenen Bewusstwerdung und mit meinem Erwachungsweg, das Füllebewusstsein in mir zu entfalten oder besser, es freizulegen. Und das kennst du auch, liebe Seele. Denn darum geht's. Denn das, was wir innen gefühlt sind, ja, energetisch, das ist ja das, was unser Körper ausvibriert und was wir zu uns hinziehen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir tatsächlich jeden unserer Gedanken, unserer Worte, all unsere inneren Bewegungen in uns immer mehr und immer konsequenter
zu beobachten beginnen. Denn jedes dagegen, wogegen auch immer, Geld ist ja jetzt nur ein, es ist heute mal rausgenommen aus dem Ganzen, wie gesagt, ein Puzzle auf dem, zu unserer Ganzwerdung, dass wir alles, was hier subtil in uns, wo wir noch eine Ablehnung spüren, dass wir das in unsere Liebe aufnehmen dürfen, einfach integrieren. Jahrzehnte, genau. Immer, also ich, Jahrzehnte bin ich also dran, unermüdlich in Verbindung mit meinem eigenen Weg des tieferen Erwachens in mir, dieses Füllebewusstsein auch zur Entfaltung zu bringen, immer wieder neu, immer dran geblieben, inmitten, wirklich, ich kann es euch sagen, echt krasser, bedrängender Lebensumstände. Das gehörte einfach zu meinem Weg. Weil ich damit gelernt habe, selbst in unglaublichsten, widrigsten Umständen, ich weiß, dass ich sie mir überbewusst alle selbst gebaut habe, um zu wachsen, um zu lernen, eben genau das, worüber ich hier spreche. Und selbst inmitten, wenn gar nichts mehr da war und ich auch keine Ahnung hatte, wo es irgendwo herfloss, das war meistens dann, wenn ich wieder mal weiterziehen musste, wenn eine Selbstständigkeit gut getan war, aber dann zum Schluss nicht mehr lief, weil meine Seele längst den Ruf gegeben hat, dass das vorbei ist, dass das Neue auf mich wartet, dass Entfaltung stattfinden will, dass etwas, ja. Und dann stand ich oft danach, ich war mehrere Male selbstständig in meinem bisherigen Leben, und als ich damals mit meinem Huthandel, als das den Bach runterging, zum Schluss, wahrhaft ist, es war nur noch ein Stapel Rechnungen da und keine Ahnung, wie es weitergeht, wie das morgen ist. Und da kam ja damals der Kurs in Wundern, diese unglaublich, ja, wie soll ich das nur sagen, es ist ein Fundament auf dem Weg zum Erwachen, weil es uns in die Korrektur unserer verzerrten Wahrnehmung führt, darüber, was wir glaubten bisher zu sein, also so als kollektive Menschheiten. Genau, also es geht da. Ja, und während dieses Erwachungsweges, während dieser Bewusstseinsausdehnung, ist es mir immer mehr gelungen, inmitten von Umständen, die andere wirklich als krass bezeichnen würden, auch meine Freude noch mehr zu entfalten, noch tiefere Dankbarkeit zu entfalten und in eine solche Demut, in eine solche Hingabe für meinen eigenen Weg, mich zu öffnen und, oder besser gesagt, mich immer tiefer da in dieses mein Herz hineinsinken zu lassen, dass alles gut ist, dass ich meinem Lebensstrom vertrauen kann. Und es hat mich immer weiter getragen. Und weil die Lebensspirale die Aufwärtsbewegung ist, manchmal haben wir das Gefühl, es steht still, aber es steht nie still. In uns Leben ist immer Veränderung, auch wenn das im Außen oft nicht sichtbar wird. Ja, und dann die Lebensspirale wieder diesen Aufwärtsschlenker nahm und es mich in ganz neue Situationen hineingeführt hat, einfach eine neue Lebenserfahrungswelt. Und so bin ich eben auch in Verbindung mit Geldknappheit, auf meinem Weg war das oft der Fall, da hineingewachsen, alles in mir selbst zur Entfaltung zu bringen, meine innere Herzenssonne so zu entfalten, mich von außen, also immer mehr von außen abzuwenden, mich nicht der Angst hinzugeben, wie es die meisten Menschen ja tun, sondern wenn Krankheit da war, bin ich in die Gesundheit, ins Bewusstsein der Gesundheit hineingegangen, hab alles liebend integriert. Aber habe mich die ganze Zeit ausgerichtet auf das, wie ich es wirklich haben möchte. Und genauso war es immer mit Geldknappheit. Ich bin immer mehr in dieses Füllebewusstsein rein und habe dann gemerkt, wie sich die Dinge jenseits dessen, was ich Verstand vorstellen könnte, auf oft so magische Weise dann gelöst haben. Ne? Ich scroll jetzt mal weiter. Wie gesagt, ich lese euch ja hier vor. Ich könnte es jetzt nicht nochmal so wiedergeben. Ja, und wahrlich, es war ein Weg der Selbstheilung. Weil ich dadurch auch immer mehr meine inneren göttlichen Qualitäten und Attribute zur Entfaltung gebracht habe.
Und glaubt mir, ihr Lieben, und das weißt du auch selbst, das hat so viel mit Selbstliebe zu tun, mit der Erlaubnis zu empfangen, mit sich, auch damit sich selbst zu vergeben, weil all diese Themen dabei natürlich hochkommen. Du wirst einfach konfrontiert. Die ganzen Schatten, die noch nicht erlöst sind, die kommen hoch. Und im Laufe meines 30-jährigen, sehr bewussten spirituellen Weges kann ich wirklich davon singen. Und hier immer wieder habe ich mich dennoch eingeschwungen in eine höhere Bewusstseinsfrequenz, ganz gleich, wie die Lebensumstände waren, der Liebesentfaltung. Und dabei weichte mein Herz immer weiter auf für die Liebe und für die Dankbarkeit zu dem, was schon da ist. Und mich immer wieder aufzuschwingen, immer wieder meine Energien hochzuhalten. Das war eine wirklich meiner großen, großen Aufgaben, ist es immer noch, inmitten extremer Situationen die Energien hochzuschwingen, aus mir selbst zu erzeugen. Ja, wir sind ja innere Sonnen und Energiegeneratoren. Wir sind wie die Sonne, ständig in der Lage, die Energie in uns zu erzeugen, die wir möchten. Fülle, Harmonie, Frieden. Und das hat ganz viel mit Annahme dessen zu tun, was gerade ist. Denn solange ich einen Widerstand habe gegen das, wie es gerade ist, wird es nicht fließen, weil dann Konflikt da ist. Ja, und was während all der Jahrzehnte geschah, das war ein Sprengen alter Glaubensmuster über Geld. Immer und immer wieder neu, immer wieder neu. Und immer wieder wurden tiefere Schichten abgetragen, wo es mir gar nicht mehr bewusst war, dass da noch irgendwo subtil etwas war, was das sozusagen auch die Geldenergie von, oder wo ich selbst die Geldenergie von mir ferngehalten hatte. Und so geschah ein peu à peu in meinem Bewusstsein ein Ersetzen all der Mangelgedanken durch Füllegedanken, die dem göttlichen Geist unserer Vollständigkeit, unserer Ganzheit aus Gott entspringen. Mangelgedanken, die kommen aus dem kleinen Ich, welches sich getrennt vom Leben erfährt. Und dieses kleine separate Ich, womit sich viele Menschen noch identifizieren, also mit der Person, ich bin da, du bist dort und Gott ist da, dann werden wir immer uns als voll unvollständig erfahren. Und diese Unvollständigkeit, aus dieser heraus, brauchen wir auch immer mehr. Und wir erzeugen immer wieder Mangel. So ungefähr das, was jetzt nicht da ist, das muss ich haben. Und deshalb, wie Jesus Christus schon gelehrt hat vor über 2000 Jahren, bittet, worum ihr wollt. Glaubt jedoch so, dass ihr bereits empfangen habt, dass ihr es schon habt jetzt und es wird euch werden. Denn wenn in uns ein Fülle-Milieu, sage ich mal, eine Fülle-Atmosphäre vorherrscht, überwiegend, nicht nur mal 5 Minuten oder eine Viertelstunde am Abend, sondern grundlegend, weil wir es einfach trainieren. Ja, das will trainiert werden, weil wir leben in einer Welt, in uns genau das Gegenteil gelehrt und beigebracht wurde und wird. Ja, aber üben macht eben den Meister. Und da weiß ich auch, wovon ich spreche. Und unglaubliche Geduld mit sich selbst. Ja, doch die Wahrheit und die Weisheit eines erkennenden, erwachten, wie des sehenden Bewusstseins, das durchschaut immer mehr mit einem Röntgenblick die Illusionsblase der Dualität und sieht wieder klar. Das ist Hellsehen im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir dieses Spiel hier durchschauen und dadurch immer mehr dem die Energie entziehen, was uns eng macht, was uns Angst macht. Und gerade auch in Verbindung mit Geld, wenn da Rechnungen da sind, du hast keinen Plan, wie du es zahlen sollst. Nicht in die Angst gehen, nicht in die Enge gehen, denn da ist die Lösung auch nicht zu finden, sondern sich ausdehnen, ins Vertrauen gehen und immer wieder sich in unser wahres kosmisches Bewusstsein aufschwingen, das grenzenlos ist. Du bist grenzenlos. Du bist absolut gottgleich, gottgleiches Wesen und nicht von dieser Welt. Das heißt also, du bist in Wahrheit in deinem Geist non-dual. Du bist bereits ganz, du bist bereits vollkommen und vollständig. Und es ist bereits jetzt im Feld aller Möglichkeiten, in das du eingebunden bist, alles da. Es ist alles jetzt schon hier. Und wenn wir
in diese Haben-Energie hineinfinden, dann wird uns auch das natürlich immer in Verbindung mit unseren Lernaufgaben, die Seele sich gesetzt hat, aber es wird erscheinen. Es wird zu unserer sichtbaren Realität. Das Wichtige ist nur dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Auf meine Frage hin, welche Energie wähle ich heute zu sein, da kam eben auch das, was ich gerade erwähnt habe. Ich wähle heute die Energie von Haben zu sein. Die Energie von Leichtigkeit und Freude. Ja, so wähle ich. Ich bin Leichtigkeit. Ich bin Freude. Ich bin Unbeschwertheit. Ich bin unaufhaltsame, immerwährende Ausdehnung sozusagen in meine Größe hinein. In meine Ganzheit hinein, in diesen unendlichen Reichtum des Universums hinein, dass ich doch selber bin aus Gott. Ich bin nicht dieses kleine Menschlein oder nur dieses Menschlein. Ich bin so, so, so viel mehr. Und nur, weil unsere physischen Augen, die ja nur ein winziges Spektrum der Wirklichkeit sehen, es nicht sehen können, heißt das nicht, dass es nicht schon in deinem Feld ist. Das ist sehr wichtig, was ich hier sage. Sehr wesentlich, um sich in diesem Füllebewusstsein auszudehnen. Es ist alles schon da. Denn die Erscheinungswelt, die wir sehen, ist in Wahrheit Vergangenheit. Aber das, was jetzt da ist, das ist ja das, was noch nicht sichtbar ist, was du gerade erschaffst. Und das, was jetzt um dich ist, ist das, was immer ist. Dieses Feld aller Möglichkeiten, dieses grenzenlose Bewusstsein, in dem alles schon da ist, potenziell. Und wenn du deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus liebevoll, sodass du es auch fühlst, immer wieder dahin lenkst, was du erleben willst, dann wird es stärker und stärker und stärker und verdichtet sich praktisch so in dem Zustand, bis es sichtbar werden muss. Und ich bin hier, dem Licht zu dienen. Ich bin eine Dienerin Gottes, der Liebe auf Erden, so floss es heute aus mir raus, so aus meiner Tiefe. Ich bin jetzt hier und bereit, mein höchstes Lichtpotenzial zu verwirklichen, zu leben und zu verkörpern und auf allen Ebenen, so auch in meinem erblühenden Seelenbusiness, wie auch immer es sich ausdehnen möchte. Und was immer es braucht, geschehe. Und es kommt eben gerade auch bei mir, gerade in diese Integration mit der Geldenergie, weil das ist wirklich eine Heilung, die da stattfindet. So kam es so aus mir heraus, es geschieht nur noch mein Seelenwille, Gottes Wille durch mich. Und all das, was das Herz vor Glück sich immer weiter ausweichen lässt, auch vor Demut, all das geschieht und alles andere, das hat irgendwo keinen Bestand mehr. Und wenn der Verstand dazwischen grätscht, dann wisst ihr, wir haben ja mit der Zeit der Bewusstwerdung und der Bewusstseinsausdehnung auch immer mehr unseren Beobachter eingeschaltet. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns dabei beobachten, wie wir uns gerade fühlen, was wir gerade so bewegen in uns. Fühlt es sich weit oder eng an? Und wenn es sich eng anfühlt, dann ist es wichtig, dass wir uns sofort innehalten, uns den Raum schenken und uns wieder innerlich nähren, dass die Ausdehnung von innen heraus wieder geschieht. Denn wir sind Magneten, ihr Lieben. Und wir ziehen in jedem Moment, so wie wir in jedem Moment säen, wir säen immer geistig zuerst, so empfangen wir auch immer. Wir sind magnetisch. Und das, was ich nicht will, sondern was ich jetzt energetisch mit meinem ganzen Sein und meinem Körper sozusagen bin in mir, diese Energie, das ist es, was ich gerade anziehe. Und da kannst du dir echt überlegen, ist es genau das, was ich will? Und deshalb ist es so immens fundamental wichtig, dass wir uns immer und immer, die geistige Welt sagt sogar am besten in jeder Sekunde, damit ist die Dringlichkeit gemeint, dass wir uns bei all dem, wie wir uns gerade erleben und immer mehr von dem äußeren Spektakel abwenden, also nichts ignorieren oder so, aber dem einfach keine Energie mehr schenken und deine kostbare Lebensenergie dem schenken, was du wirklich erfahren willst, zu deinem höchsten Segen und zum höchsten Segen der Menschen.
Und wie jeden Morgen habe ich mich auch in all das hinein ausgedehnt, was meine Seele hier erfahren möchte, in explosionsartige Ausdehnung hinein. Kreisläufe von Schöpfungen, die dem Ganzen dienen. Ein so unendliches Lichtwesen agiert am allerbesten, das wollte ich euch auch noch mitteilen, aus einer freien, unabhängigen, also in so einer freien, unabhängigen Atmosphäre. Und eben aus der Fülle heraus. Ja, also wenn wir, deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst unsere Bedürfnisse für voll nehmen und dem unsere Liebe, unsere Aufmerksamkeit schenken und dafür sorgen, dass sie sich erfüllen, dann hat die Seele einen Rahmen, in der sie sich wohlfühlt und wovon aus dann alles geschehen kann, was dein Daseinsauftrag eben in weiterer Ausdehnung ist. Auch ich im Laufe meiner Geschichte, die mit der Erfahrung von Geldknappheit einherging, gelernt, Geld tiefer und tiefer und tiefer, wie alles andere auch, was sozusagen, wir können manchmal echt sagen, Arschengel so in jeder Art und Weise uns den Spiegel vor Augen gehalten hat, aber das alles in die Liebe einzubeziehen. Es ist wirklich, wirklich, wenn ich so zurückschaue, ein Integrationsweg. Immer alles in deine Ganzheit zu integrieren, in dein Herz und deine Liebe. Genau, und dann hatte ich noch hier erwähnt, denn wie kann etwas gern in Fülle zu dir kommen, zum Beispiel Geld, das du doch innerlich subtil verpönst oder sogar beschimpfst, wenn du jene, die viel Geld haben, abwertest und schlecht redest? Liegt es denn am Geld, das doch eine völlig neutrale Energie ist und uns dienen will? Oder liegt es vielmehr am Charakter jener, die Missbrauch mit Geld machen und es einsetzen, andere zu versklaven und zu kontrollieren? Doch bitteschön, was hat denn das Geld damit zu tun? Das kann doch gar nichts dafür. Ich habe sogar in meiner Wohnung, ihr Lieben, einen wunderschönen Platz errichtet mit Blumen und Engeln zur Ehrung und zur Würdigung des manifesten Geldes. Und dadurch, dass ich eben alles als Wesen sehe, ist das ein wunderschönes Ritual. Und damit bleibt so Geld sozusagen in dieser Würdigungsenergie. Wisst ihr, nicht einfach nur alles mit Karten zahlen und gar keinen Zugang, wie die viele Menschen, die haben gar keinen Zugang mehr zur Geldenergie. Aber es ist halt wichtig, wenn du möchtest, dass es auch in deinem Leben mehr Zustrom hat. Nun, vielleicht regt dich das an, das auch mal zu machen, gerade mit diesem kleinen Kraftplatz in deiner Wohnung, wo du vielleicht ein paar Scheinchen, ein paar Münzen hinlegst. Ja, vielleicht sind ja doch noch übernommene oder gar nicht so bewusst wahrgenommene Muster der Ablehnung in dir. Und die tiefe Heilung unserer Wahrnehmung hat so immens fundamental etwas damit zu tun, ja genau, mit unserer inneren Anbindung. Mit unserer inneren Anbindung ans göttliche Feld, ans göttliche Bewusstsein. Und Gott ist unendliche Fülle, ist alles, was ist. Und wir sind Teil davon. Und als ungetrennt von etwas Ganzen sind wir das auch. So wie die Welle nicht eine getrennte Welle ist, auch wenn sie sich so erfährt, sondern sie ist Teil des Ozeans und letztlich der Ozean selbst. Und so ist es auch bei uns. Genau. Also mögen wir in Liebe und Dankbarkeit sein, auch dem Geld gegenüber, denn das wäscht es rein. Und wenn das diese Haltung ganz viele Menschen haben und nicht einfach alles so selbstverständlich nehmen, auch wenn wir beschenkt werden oder so, vielleicht sogar mit Geld, dass wir alles in so eine Wertschätzung, in so eine tiefe, herzverbundene Wertschätzung hineinnehmen. Denn schaut doch mal, wenn Geld mehr als genug in deinem Leben ist. Wie viel, also so, dass es wirklich überfließt. Wie viel, was können wir Beitrag sein für die Entstehung der neuen Erde, der goldenen Ära? Wir können Projekte unterstützen. Wir können Projekte voranbringen, die
den Menschen beim Erwachen helfen oder die Tieren helfen oder je nachdem, wo dein Fokus liegt, ne? Also, wer viel hat, und das ist nicht nur ein voller Kühlschrank, sondern das ist überhaupt, wer viel hat zu geben, natürlich deine Herzensliebe, der kann auch, wer viel hat, der kann auch viel geben. Das mit dem Kühlschrank war einfach, wenn der Kühlschrank leer ist, kannst du auch niemand was abgeben. Ja, ihr Lieben, also nochmal, für mich ist alles Liebe. Und alles, was wir hier in der Erscheinungswelt erfahren, ist ja in Form gegangene Liebe, auch wenn es anders erscheint. Auch wenn es anders erscheint. Aber der Urgrund, die Urfrequenz, da drin, in allem, was ist, auch allem, was hier sichtbar und scheinbar ist, ist immer die Liebe. In dem Sinn wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und schön, dass du hier bist. Schön, dass du da bist hier in meinem YouTube-Kanal und in meiner Community. Und wenn du meine Arbeit, mein Wirken unterstützen möchtest und von Herzen gern etwas beitragen willst, dann habe ich unter meinen Videos den PayPal-Link hingestellt und danke dir von Herzen, dass du da bist. Deine Christina Maria.